Hallo. Herr Wagner? Genau. Okay. Ganz kurze Einweisung, das ist der Herr Evers. Herr Evers ist Hausbesitzer und er hat also hier diesen jungen Mann am Boden liegen vor seinem Haus vorgefunden und dann war vermutet, dass er einbrechen wollte. Der ist vermutlich ein Fallrohr hochgeklettert, ist dann hinabgestürzt und mehr wissen wir auch nicht. Wir versuchen mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er scheint so starke Schmerzen zu haben, dass wir kein Wort aus ihm rausbekommen. Genau, der Herr Wagner war angemeldet, das habe ich nämlich schon gesehen gehabt. Ne? Die das Aufnahmen die liefen schon. Aufnahmen, genau. Okay, es hieß nur, also er hatte schon eine Medikation. Herr Wagner? Ist hallo. Kaum ja. Er ist wirklich kaum ansprechbar. Okay. Ich glaube, ich würde auch vorschlagen. Okay, dann lagen wir es mal um. Ja. Dann würde ich sagen, Sie sind der Hausbesitzer, genau. Den er aufgefunden hat. Genau, das ist der Evers. Okay, und der hat also den Notarzt informiert, beziehungsweise Rettungskräfte informiert und gleichzeitig uns, weil er eben eine Straftat vermutet. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch. Also mir wurde nämlich nicht gesagt, dass die Polizei hier mit im Spiel ist. Ich will mir ganz kurz einen Überblick verschaffen, schau mal kurz die Bilder an. Wenn Sie einmal ganz kurz hinten im Wartebereich Platz nehmen könnten, ich komme dann direkt danach auf Sie zu, aber da Sie ja nicht verwandt oder verschwägert sind und sobald der Patient vernehmungsfähig ist, würde ich mich dann melden. Es ist nicht selten, dass bei Unfällen die Polizei verwickelt ist, beziehungsweise hier im Spiel ist im Krankenhaus. Denn hier müssen Patientendaten aufgenommen werden, beziehungsweise Patienten oder Unfälle rekonstruiert werden. In diesem Fall war es schon ein bisschen seltsam, denn der Vorwurf oder beziehungsweise die Anschuldigung bezüglich meines Patienten war ganz schön heftig. Gab es noch irgendeinen Hinweis von den Kollegen? Also es war ja der Verdacht auf eine Steißbeinfraktur, genau. Deshalb ist auch seitliche Lagerung. Ja. Die hatte auf jeden Fall die Steißbeinfraktur, die kann man erkennen. Die Frage ist, wie wir da weiter vorgehen wollen. Herr Wagner, mal ein bisschen aufstehen. Ein bisschen müde sind Sie, ne? Ja, der hat so... Können Sie mich hören, Herr Wagner? Seehauser mein Name, das ist die Schwester Arminia hier drüben. Sie sind jetzt bei uns auf der Station hier oben auf der Orthopädie und Unfallchirurgie. Sie liegen jetzt hier seitlich, Sie haben was gegen die Schmerzen bekommen, das macht Sie so ein bisschen müde. Wir müssen Sie aber gleich noch mal untersuchen, Herr Wagner. Ja? Die Polizei ist auch noch im Haus. Ich glaube, das kriegt er gar nicht. Okay, dann warten wir erstmal. Ich bleib noch bei Ihnen. Das wäre super. Sobald es so ein bisschen besser geht, sag mal bitte Bescheid, weil wir müssen ihn informieren, dass wir eventuell aufgrund des stumpfen Bauchtraumas das ein bisschen beobachten müssen. Da wurde eine Schwellung dokumentiert von den Kollegen der Radiologie. Ja. Und eventuell, je nachdem, wie die sich ausprägt, müssen wir da mal gucken, wie wir da weitergehen behandeln. Und die Steißbeinfraktur, die bleibt bestehen, die behandeln wir aber konservativ. Ja, genau. Und Kühlpack hat er drin? Kühlpack hat er. Okay, wunderbar. Dann ist ihm erstmal geholfen. Ja, die Analgetik läuft ja auch hoch durch. Du bleibst dann hier, ne? Ich bin hier, super, dann erkunde ich mich noch so ein bisschen über den Sachverhalt. Ja. Ist ja ein bisschen eigenartig. Bis Patient Tim zu den Vorwürfen befragt werden kann, müssen sich die Polizisten im Beisein von Hausbesitzer Jörg gedulden. Zudem ist noch unklar, ob der 18-Jährige innere Verletzungen davongetragen hat und wie es zu dem Absturz kommen konnte. Nur noch mal für mich, also den Sturz selber oder ob dem Patienten zum Beispiel vorher schwindelig geworden ist oder vielleicht eine neurologische Ursache dahinter steht, haben Sie alles selber nicht gesehen? Nein, ich war im Haus und ich habe lediglich irgendwann ein Geräusch gehört, dann ein Schrei. Und als ich rausging, lag er dann halt vorm Haus, er lag im Vorgarten. Und für mich war klar, dass der einbrechen wollte. Da war an der Dachrinne irgendwie scheinbar irgendwie zugange, aber ja. Dann tut es erstmal leid für die Unannehmlichkeiten einmal auf Ihrer Seite. Trotzdem danke, dass Sie den Rettungsdienst gerufen haben. Und für Sie dauert es halt noch so ein bisschen. Das ist halt das Unangenehme bei Patienten, die halt etwas unter Schmerzmitteln stehen. Oh, guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich wurde angerufen. Mein Name ist Katrin Wagner. Mein Sohn wurde eingeliefert. Ach, Tim Wagner. Ist der Tim? Ja. Was ist denn passiert? Mal den Arzt fragen. Ganz gut, grüß Gott, hallo. Guten Tag. Folgendes, es gab hier einen Sturzvorfall. Alles Weitere, glaube ich, sind eher Belang der Polizei. Genau. Das hat die Kollegin auch schon gerade erzählt, und zwar ihr Sohn wurde halt gesichtet oder eben halt nicht gesichtet, dass er aufs Haus klettern wollte, Hausfassade. Genau, und da ist er wohl runtergestürzt. Deshalb besteht der Verdacht, dass er vielleicht einbrechen wollte. Ach, so ein Quatsch. Also wir gehen natürlich von einer Unschuldsvermutung aus, aber das sieht halt erstmal jetzt so aus. Und er ist heruntergestürzt und deswegen wird er jetzt eben halt hier behandelt. Hat Ihr Sohn schon mal irgendwas mit der Polizei zu tun? Nein, noch nie. Mein Sohn ist nicht erzogen. Nein, das ist ein ganz lieber Junge, der würde niemals einbrechen. Ja, aber haben Sie eine Erklärung dafür, wieso er gerade hier bei dem Herrn Evers da hochgeklettert ist? Abgestürzt. Ach, vielleicht hat er jemanden verjagen wollen und ist dabei abgestürzt. Frau Wagner, aus medizinischer Sicht ist es erstmal so, Ihr Sohn, dem geht es erstmal so weit ganz gut. Er hat halt noch sehr viel Schmerzmittel bekommen aufgrund der Schmerzen und der Unfallhistorie. Ja. Das heißt, er ist jetzt... Wir sind noch mitten in der Diagnostik. Sie können jetzt noch nicht gleich zu ihm. Das heißt, ich würde Sie dann dazu holen. Und die Kollegen können leider auch noch nicht weiter ermitteln. Da wir ja sowieso warten müssen, wäre es vielleicht gut, wenn wir uns irgendwo zurückziehen könnten, um in Ruhe mit beiden Personen noch mal zu sprechen. Der Mediziner stellt Ingrid Hall und ihrem Kollegen das Schwesternzimmer für die weiteren Befragungen zur Verfügung. Die gefährliche Kletteraktion von Tim Wagner kann aber auch seine Mutter Katrin nicht erklären.
Doch die Beamten stoßen bald auf eine überraschende Spur. Ist er denn ansprechbar? Konnte er was dazu sagen? Weil der Mann behauptet ja, mein Sohn ist ein Einbrecher. Also ich habe ihn jetzt damit natürlich nicht konfrontiert. Es geht uns jetzt erstmal rein darum, das Patientenwohl. Und der Zustand des Patienten erlaubt leider noch keine weitere Befragung. Also ansprechbar ist er noch nicht und dann erst medizinische Behandlung. Genau. Aber in der Lebensgefahr besteht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber sind wir ja schon mal beruhigt. Wir müssen gucken, ob wir konservativ weiter behandeln oder vielleicht sogar operativ tätig werden müssen. Das ergibt die weitere Bildgebung. Entschuldigung, die Störung. Ich weiß, ihr wollt hier irgendwo haben, aber da vorne steht ein junges Mädchen. Hm. Ich möchte gerne zu Herrn Wagner. Ich wollte sie jetzt nicht einfach so hinlassen. Ich wollte mal eben nachfragen, ob sie dort überhaupt jetzt gerade hin. Wie hast du denn ihren Namen genannt? Sie hat einfach nur Lara gesagt. Lara, und hat ganz gezielt nach dem Tim nach Herr Tim Wagner. Sie möchte gern zu Tim. Gesagt, dass nee, also von uns gibt es keine Informationen diesbezüglich. Nein, von uns Lara, auch Lara, ja, meine Tochter heißt Lara. Ihre Tochter heißt Lara? Ja, das wäre natürlich ein großer Zufall. Ne? Vielleicht kommen Sie einfach mal kurz nach vorne. Sollen wir mal kurz nach vorne gehen? Ja. Ihre Tochter heißt Lara, ja. Schauen Sie doch mal. Ist das Ihre Tochter? Lara, was machst du denn hier? Ich hab dich gesucht natürlich. Ich hab mitbekommen, was passiert ist und dachte mir, ich schau mal, was los ist. Aha. Ich würde Sie mal bitten, kommen Sie mal kurz mit hier rein. Ja. Ja. Aber ich hab gerade schon gehört, du möchtest zu demjenigen, der da abgestürzt ist. Lara Evers. Und Sie haben doch nach Herrn Wagner gefragt jetzt gerade. Das würde mich aber jetzt mal interessieren, was du hier machst. Woher wissen Sie denn, dass der Herr Wagner hier ist? Vielleicht nehmen Sie einfach mal mit rein, weil die anderen Patienten werden sonst gestört, ja? Die 16-jährige Lara scheint den schwer verletzten Tim zu kennen. Die Schülerin könnte vielleicht enthüllen, warum der junge Mann die Fassade ihres Elternhauses hinaufgeklettert und dabei abgestürzt ist. Doch das Mädchen will den mutmaßlichen Einbrecher offenbar nicht ans Messer liefern. Wissen Sie denn, was passiert ist oder aus welchem Grund sind Sie überhaupt hier? Denn wir haben eigentlich nur die Mutter des Herrn Wagner verständigt, der unsere Leitstelle, und die ist hingekommen, aber woher wissen Sie, was hier vorgefallen ist? Ja, also ich war ganz normal in meinem Zimmer und also wir wohnen in einem Haus und ich habe halt meinen Vater auf einmal draußen rumschreien gehört und ich habe Sirenen gehört, Blaulicht gesehen, ich habe rausgeguckt, ich habe euer Auto, Krankenwagen, alles gesehen und ich habe auch auf einmal lag der Tim da auf dem Boden und ich weiß nicht, was passiert ist. Aber für uns ist vielleicht wichtig, aus medizinischer Sicht, konnten Sie was sagen zum Unfallhergang? Also welche Sturzhöhe ist das ungefähr? Haben Sie gesehen, vielleicht ging es ihm nicht gut? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Es tut mir leid. Okay. Warum kennst du den Namen von dem? Warum fragst du hier nach dem? Das verstehe ich nicht. Erklär mir das mal bitte. Würde mich auch interessieren. Also. Okay, das ist unser klinikinterner Feueralarm. Da müsste ich Sie wirklich bitten, dass wir einmal raus zum Fluchtwegen einmal. Das ist intern, bei uns hier auf der Station ist das, ne? Und auf der Station ist das Fluchtgebäude. Nee, das ist der interne Alarm, das ist nicht der generalisierte, das ist der interne. Ein Alarm auf einer Station im Krankenhaus ist nie gut. Dies war auf jeden Fall keine Übung, das war relativ schnell herauszufinden, denn diese sind meistens angemeldet und werden im Vorfeld kommuniziert. Wir hatten Glück in dem Fall, dass es kein generalisierter Feueralarm war, sondern ein isolierter in einem Zimmer. Und der Grund dafür war, relativ schnell ausfindig zu machen. Aber wieso läuft das Ding denn auf einmal? Weil die werden ja getestet eigentlich in der Technik. Riechst du das? Ja, riecht ein bisschen nach Kneipe, ne? Ja, es riecht wie bei meiner Oma damals. Die war Kettenraucherin. Wir gehen dann jetzt zurück ins Schwesternzimmer, wenn wir dürfen, oder? Genau, auf jeden Fall. Sie gehen zurück. Ne? Es ist alles sicher, es ist nur isoliert hier. Habt ihr einen Grund, weshalb es passiert ist? Oder? Wir sind noch nicht, aber wir hatten da so eine kleine Vermutung, glaube ich. Alles klar, dann gehen wir eben wieder zurück. Ne? Super, alles klar. Schön. Herr Budde? Können Sie sich erklären, warum der Rauchmelder in Ihrem Zimmer angegangen ist? Ich wundere mich nur über den Lärm, was ist denn überhaupt los? Mhm. Ja, ein Rauchmelder geht ja nur an, weil es irgendwo raucht. Das ist ja... Aber Sie haben jetzt nicht nach den Batterien geguckt für einen Gameboy, oder? Nein, natürlich nicht. Also irgendwie, ich finde, das war da schon ein bisschen extrem. Ich glaube, wir kennen ja unsere Pappenheimer. Genau, deshalb gehe ich da mal eben kurz. Ja, siehst du? Hier riecht es nämlich wieder. Ja. Ja. Wie ich vermutet habe. Ja. Herr Budde? Ja. Wollten Sie vielleicht irgendwas zugeben oder so? Ja, Schwester, ich kann auch mit dem Ding hier nicht nach draußen laufen und habe ich mir eine da drin. Aber Sie wissen doch, dass hier absolutes Rauchverbot herrscht, Herr Budde. Nicht böse sein. Und da hochgekommen sind Sie nämlich nicht mit den Beinen, dann haben Sie sich hier schön brav ins Bettchen gelegt. Ja. Und so getan, als ob wir das nicht merken würden. Das ist ein riesen lauter Alarm.
Was meinen Sie, was hier los ist, wenn das ganze Ding hier abbrennt? Was soll ich denn machen? Ja, ich verstehe Sie auch irgendwo, ne? Also, dass da der Drang groß war, aber trotzdem, wenn Sie jetzt sowieso nicht rauchen können, weil Sie nicht aufstehen können, wäre das doch eine gute Möglichkeit, mit dem Scheiß aufzuhören. Habe ich alles schon versucht. Stellen Sie sich das mal gar nicht so einfach vor. Das ist ein fettes Brett. Aber soll ich Ihnen was sagen? Ja. Das kommt alles nur hierher. Und wenn Sie vom Kopf her wirklich nicht mehr wollen, dann schaffen Sie das auch. Herr Budde war natürlich nach meinem Vorschlag erstmal nicht so begeistert, das Rauchen aufzugeben. Aber das ist eigentlich auch typisch für Raucher. Die sind erstmal super überzeugt. Naja, auf gar keinen Fall, ich möchte weiter rauchen. Letztendlich hat er aber dann doch eingelenkt und wollte mit unseren Therapeuten sprechen. Das fand ich auch echt super, weil immerhin ist das der erste Weg, mit dem Rauchen aufzuhören. Und wir hatten da jetzt nicht so jemanden sitzen, der sich strikt geweigert hatte, überhaupt mit jemandem zu sprechen. Das fand ich schon echt toll. Kraftfahrer Stefan hat es dank der therapeutischen Hilfe tatsächlich langfristig geschafft, von seiner Nikotinsucht endlich loszukommen. In der Zwischenzeit sind bei den Polizeiermittlungen im Schwesternzimmer offenbar einige Tränen geflossen. Hat sie das jetzt so mitgenommen mit dem Feueralarm? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Nee, hier ist so ein bisschen was ans Tageslicht gekommen. Und ja, vielleicht können Sie ja mal aufklären, dass mein Sohn kein Einbrecher ist. Der Sohn ist kein Einbrecher, aber vielleicht erklärt Lara das mal selber mit eigenen Worten, wenn sie das möchte. Okay. Mein Papa hat sie schon gebeichtet und jetzt vielleicht. Ja, also so vor ein paar Wochen habe ich halt Tim kennengelernt und wir sind halt auch zusammengekommen und wir verstehen uns so gut. Und seit meine Mutter gestorben ist, ist mein Vater so streng zu mir und ich darf nirgendwo hingehen. Er kontrolliert jeden Schritt, den ich mache. Ich passe doch nur auf dich auf. Ich will dann nur das Beste für dich. Papa, mich darf nicht mal mehr meine Freundinnen dürfen mich besuchen, weil du Angst haben, dass sie einen schlechten Einfluss auf mich haben. Ich bin so alleine. Ich kann meine Freunde nicht sehen. Ich kann Tim nicht sehen. Ist doch klar, dass der irgendwie die Regenrinne hoch muss, damit wir überhaupt mal 5 Minuten uns sehen können. Aber wie bitte? Nein, das muss überhaupt nicht sein, sowas. Wie, das muss nicht sein? Der Junge kann doch nicht die Regenrinne hochklettern, nur weil sie unten die Tür nicht aufmachen oder weil sie keinen Besuch haben darf. Sehen Sie doch, was jetzt hier passiert ist, oder nicht? Ja, aber ich finde das so noch nicht in Ordnung. Ja, aber wenn Sie ein fast erwachsenes Mädel so behandeln, glauben Sie mir, die ist die Erste, die weg ist, die auszieht mit 18. Ich würde am liebsten jetzt schon ausziehen, Papa. Na, also machen Sie sich mal Gedanken darüber, zeigen Sie ihr mal, dass Sie sie lieb haben, aber doch nicht mit strengem Verboten. Ich war sehr froh, dass die Anschuldigungen, die im Raum standen, sich nicht bewahrheiteten, sondern dass es eigentlich einen relativ schönen Grund hatte, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Und der Vater, der mit seinen Anschuldigungen nicht zurückgehalten hatte, eines Besseren belehrt worden ist, denn anscheinend war er durch sein progressives Verhalten gar nicht so untätig, dass es im Endeffekt zu diesem Unfall überhaupt gekommen ist. Also aus medizinischer Sicht muss man es erstmal sagen, soweit ich die Informationen vorhin verstanden habe, geht es darum, er wird sowieso noch etwas bei uns bleiben. Und ich glaube, dann bleibt noch ein bisschen Zeit auch für gemeinsame Besuche eventuell am Krankenbett. Und Herr Evers, da können Sie ihn vielleicht auch kennenlernen. Er ist jetzt im Moment noch ein bisschen durch die Schmerzmittel schläfrig. Aber in den nächsten Tagen wird sich das bessern. Tut es leid, dass Ihre kostbare Zeit jetzt ein bisschen darunter gelitten hat. Genau, aber es hat sich ja alles relativ positiv aufgeklärt. Genau. Es dürfte sich somit auch eine Vernehmung erübrigen. Ne? Sie hat ja jetzt den Sachverhalt aufgeklärt. Super. Liegt keine Straftat im Raum und deswegen ist unser Einsatz jetzt hier beendet. Die Ermittlungen gegen Patient Tim sind zwar abgeschlossen, doch ob ihn der Vater seiner neuen Freundin Lara noch akzeptieren wird und ob der 18-Jährige bleibende Schäden bei seinem Sturz von der Hausfassade erlitten hat, ist am folgenden Tag weiterhin offen. Herr Wagner, es kann sein, dass wir noch mal einen Ultraschall machen müssen, dass Sie noch Medikamente bekommen, aber Sie sind im grünen Bereich, es ist alles ganz gut ausgegangen. Nur, Sie werden in den nächsten Wochen ein paar Probleme haben mit dem Sitzen. Und da bekommen Sie einen Sitzring, aber es lässt sich alles konservativ behandeln soweit. Und nicht wundern, die Schläfrigkeit, das kommt durch die Mittel. Das lässt wahrscheinlich über die Nacht oder morgen nach. Es hat sich auch alles aufgeklärt, ja? Macht dir keine Sorgen. Kein Einbrecher. Das weiß ich, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe dich da auch verteidigt. Ja? Und dann kam ja die Lara, die hat ja dann alles aufgeklärt. Und das mit dem Papa von der Lara, das kriegen wir schon. Ja, das wird alles gut versprochen, okay? Ich werde nochmal mit ihm reden, wenn ich nach Hause fahre. Der 18-jährige Tim hat sich von seinem schmerzhaften Steißbeinbruch erholt und sich zum Glück keine weiteren Verletzungen zugezogen. Seit seiner Genesung besucht der Schüler seine Freundin wieder regelmäßig zu Hause. Jetzt mit der Erlaubnis ihres Vaters und durch die Haustür.